Annelie, wie schön, dass du heute da bist. Du bist bei Treffpunkt Online, bei mir, bei Alexandra im Büro. Okay. Normalerweise haben wir Unterricht hier über Zoom. Ja. Aber heute ist sie da, in persona, in Fleisch. Und natürlich wollen wir auch heute ein bisschen üben. Und Irmeli liebt, ich weiß nicht warum, sie liebt den Genitiv, steht aber auch ein bisschen auf Kriegsfuß mit ja. ihm. Manchmal. Ich versuche es heute noch einmal. Ja, super. Sehr, sehr gut, ja. Nur drei kleine Sätze. Okay. Gut. Du hast einen Mann. Sagen wir, der Mann heißt Max. Okay. Und diesen Mann stellst du dir jetzt vor. Und wenn du ihn einer anderen Person beschreibst, dann würdest du sagen, Max ist, und ich sage es jetzt mal auf Englisch, one of the, und dann machst du den Satz zu Ende, the most beautiful, the most kind, whatever man. Ah. Wie war das auf Deutsch? Puh, also auf Deutsch würde ich sagen, Max ist einer hübschesten Männer. Aber das ist falsch. Oder früher hätte ich gesagt, Max ist ein hübscher Mann. Aber das ist auch nicht das, was du willst. Na gut, sagen wir mal grammatikalisch ist ein hübscher Mann absolut perfekt. Aber ja. wenn man das in eine große Gruppe setzen möchte, ja. dann würde man sagen, er ist einer. Und das war schon mal ein sehr guter Punkt. Du hast hier der gemacht, ist ja. einer. Der. Und Genitiv Plural der Artikel war? Einer. Und dann der hübschesten. Männer. Ich brauche nur den Männer im Plural. Okay. Auf der Welt. Ja. Oder in meinem Dorf. Oder ja. bei mir zu Hause. Ja, hört sich gut. Dann kann ich den Max haben. So, wir haben es endlich definiert. Der Mann von Irmeli, Max, ist einer der hübschesten Männer bei ihr zu Hause. Gut, Irmeli, das war eine ganz kleine, kurze Wiederholung. Ja. Wenn wir uns online treffen, wiederholen wir nochmal ja, ein bisschen. Ja, sehr gute Idee. Vielen Dank. Alles klar. Danke. Tschüss.